Einen schönen Vormittag zur heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker zu einem brandaktuellen Thema, nämlich die unheilige schwarze Medienallianz. Und ich bitte den Herrn Generalsekretär um seine Ausführungen. Herzlichen Dank, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte diese Pressekonferenz mit einer guten Nachricht beginnen, und zwar ist die FPÖ scheinbar auf dem richtigen Weg, weil warum sonst ist jetzt wieder der Fall eingetreten, dass sich die Medien gegen uns einhängen. Jetzt gibt es in Niederösterreich ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis, wo ich dem Udo Landbauer auch noch ganz, ganz herzlich dazu gratulieren möchte, aber es hat doch ein bisschen ein Erdbeben ausgelöst, und zwar vor dem Hintergrund, dass offensichtlich der ORF Niederösterreich weggebrochen ist als Kommunikationsmedium der ÖVP, und da stellt man sich die Frage, wie wird diese Lücke ersetzt? Ganz offensichtlich passiert das jetzt im Wege der Medien, die unter dem Giebelkreuz versammelt sind. Wir haben jetzt interessante Neuigkeiten gelesen im Kurier und auch im Profil. Und da möchte ich doch nochmal ein bisschen auf den ORF Niederösterreich verweisen. Denn wer ist denn jetzt quasi der Chef des Profils? Niemand geringer als ein gewisser Richard Grasl. Dazu muss man wissen, dass da vielleicht ein bisschen eine persönliche Beleidigtheit dabei ist, denn der Richard Grasl ist ja nicht nur der Ziehvater, der politische im ORF, politischer Ziehvater von Christiane Teschl-Hofmeister, sondern auch, und das ist ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, auch von Robert Ziegler gewesen. Und das ist also immer eine Freundschaftsgruppe gewesen, die im ORF immer an der Seite des Landeshauptmanns agiert hat oder Landeshauptfrau agiert hat. Und das ist einmal wichtig herauszuarbeiten, vielleicht versteht man dann auch die Berichterstattung, die momentan stattfindet. Wir haben diese Woche ein Profilmagazin gesehen, das erstens einmal ein sehr, sehr interessantes Titelblatt gehabt hat, und wenn man die wenigen Seiten, die dem Profil noch verblieben sind, wenn man die durchblättert, ist auch da sehr, sehr viel FPÖ-Inhalt drinnen. Das heißt also, ganz offensichtlich muss eben das Raiffeisen-Medium-Profil jetzt für den ORF einspringen. Nehmen wir zur Kenntnis, ist sehr, sehr interessant, aber aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr durchschaubares Manöver. Im Grunde steht es uns ja gar nicht zu, irgendwelche Medien und freie Redaktionen zu kritisieren, aber es ist doch interessant, wenn man sieht, wie Dinge ablaufen in einem gewissen Zeitablauf und warum Dinge einfach stattfinden. Also wie gesagt, dieses Profilmagazin war sehr, sehr interessant, und vor allem auch die Vorwürfe, die da drinnen gegen die FPÖ erhoben worden sind, sind, kann man so bezeichnen, als alter Wein in neuen Schläuchen, also auch das ist nichts Neues. Ich möchte an dieser Stelle aber auch festhalten, dass wir mehrfach gesagt haben, dass diese Vorwürfe vollkommen haltlos sind und dass wir auch rechtlich dagegen vorgehen werden. Interessant ist aber, was man sich generell in dieser Medienlandschaft ansehen muss, und zwar der Umstand, dass ganz offensichtlich die ÖVP gerade dabei ist, die Medienlandschaft in Österreich zu kapern. Es gibt auf der einen Seite alles, was rund um Raiffeisen ist, da gibt es halt einige Medien, die da eingekauft worden sind. Gerade im Fall des Profils tut es mir sehr leid, das war früher mal ein sehr, sehr wichtiges Nachrichtenmagazin, man hat die besten Journalisten dort entfernt und hat das Ganze zu einem Parteimedium umgewandelt. Und das Gleiche kann man aber auch von der Wiener Zeitung sagen. Also wenn man sich anschaut, was in der Wiener Zeitung gerade passiert und welche Schritte da gerade unternommen werden, dann muss man auch hier sagen, da sollten wir wirklich höchst alarmiert sein, weil offensichtlich die Wiener Zeitung gerade zu einem Bundespressesprechermedium umgebaut werden soll oder zu einer Bundesflashmann-Akademie umgebaut werden soll, wo man sagt, auch da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, weil es kann ja nicht sein, dass sich die ÖVP, solange sie noch an der Macht ist, ständig an irgendwelchen Medien bedient und vergreift. Also auch hier sollten wir wirklich aufmerksam und vorsichtig sein, denn in diese Richtung, glaube ich, sollten wir alle nicht gehen wollen. In diesem Sinne möchte ich nochmal darauf verweisen, die Medienlandschaft in Österreich hat ein wirkliches Problem. Sie wird gerade von einer politischen Partei gekapert, sie wird von einer politischen Partei missbraucht, und da sollten wir aufmerksam sein, da sollten wir wirklich was dagegen unternehmen. Und wir Freiheitliche werden jedenfalls darauf achten, dass das Profil nicht zum ORF Niederösterreich wird. Wir werden darauf achten, dass die Medienlandschaft in Österreich nicht zum Raiffeisen-Konzern wird. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Danke sehr. Ich darf um Ihre Fragen bitten und für unsere Zuseher im Livestream bitte Mann und Wege und der Frage voran.
Guten Morgen, Gernot Rohrhofer von der Zeit im Bild Innenpolitik. Also Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, Herr Hafenecker, diese Vorwürfe, die jetzt aufgetaucht sind im Zusammenhang mit dem angeblichen Antrag, Entschließungsantrag, den es ja dann tatsächlich gegeben hat, das weisen Sie zurück. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, dieses Dokument, das hier aufgetaucht ist, ist es dann ein Fake oder wie würden Sie dieses E-Mail, das da gehackt wurde, beurteilen? Schauen Sie, wir können gar nicht beurteilen, wer was miteinander geschrieben hat. Ja. Fakt ist aber eines, und das hat der Abgeordnete Kassiker ganz klar gemacht, dass nie in irgendeiner Art und Weise Geld an die FPÖ geflossen ist. Im Gegenteil, man hat dort einfach an einer Wirtschaftskonferenz teilgenommen, wo es übrigens um die Entwicklung des Tourismus auf der Krim gegangen ist. Das ist übrigens auch die Pflicht von österreichischen Abgeordneten, an solchen Terminen teilzunehmen. Das haben wir damals getan. Ich möchte aber nur eines noch sagen, weil Sie diesen Zettel da jetzt gerade angesprochen haben. Ich meine, die einzigen Personen, die wirklich Zettel gehabt haben und Verträge gehabt haben, sind in anderen Parteien zu suchen. Es gibt einen Christian Kern, der bei der russischen Eisenbahn als Aufsichtsrat tätig war. Es gibt einen Alfred Gusenbauer, der immer wieder in diesem Dunstkreis unterwegs gewesen ist. Es gab einen Wolfgang Schüssel, der sich bis zuletzt dagegen gespreizt hat, seinen Aufsichtsratsmandat dort abzugeben. Und auch ein Hans-Jörg Schelling hat bei der Gazprom gewirkt. Also wenn man das große russische Geld sucht, dann müsste man in erster Linie bei der ÖVP und bei der SPÖ nachfragen. Zur Wiener Zeitung hätte ich eine Frage. Sie haben das jetzt als Fleischmann-Akademie bezeichnet. Also gemeint ist damit, dass hier Jungjournalistinnen und Jungjournalisten bei der Wiener Zeitung unter sozusagen der Fuchtel des Bundeskanzleramtes ausgebildet werden sollen. Habe ich das richtig verstanden? Das haben Sie absolut richtig verstanden. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich meine auch die Kutzpe, die damit verbunden ist. Also der Herr Fleischmann, der ohnehin in der Kritik steht, weil er halt einfach das System Message Control repräsentiert, ja, der zieht in Zukunft die journalistische Jugend heran. Ja, das muss man sich einmal vorstellen. Also das kann überhaupt nicht so sein. Und wenn die Wiener Zeitung gerade keine Jungjournalistenakademie hat, dann darf sie auch noch Presseaussendungen für den Bundeskanzler schreiben. Also das irgendwie das Geschäftsmodell, das jetzt gerade entwickelt wird, also aus meiner Sicht höchst problematisch. Und wie gesagt, also das ist doch nichts, wo man sich damit zufrieden geben muss, sondern da muss man echt wirklich aktiv dagegen vorgehen. Noch eine Frage zum Landesrat Gottfried Waldhäusl aus Niederösterreich. Da hat es gestern Protestkundgebungen gegeben, mehrere hundert Menschen haben teilgenommen daran. In der FPÖ hat man hier den Eindruck, dass es keine einheitliche Linie gibt. Also die Bundespartei steht schon hinter Waldhäusl. Kickl versteht nicht, was an diesen Aussagen problematisch gewesen sein soll. Schnedlitz stärkt auch Waldhäusl den Rücken, aber es gibt dann doch ein paar Landesobleute, Swatzek, Abwärtsker und Heimbuchner, die jetzt zuletzt dann gesagt haben, dass sie das so nicht gesagt hätten. Orten Sie hier irgendwie eine Differenz innerhalb der FPÖ, beziehungsweise was sagen Sie persönlich zu den Aussagen von Herrn Landesrat Waldhäusl? Ja, nein, also ich orte da überhaupt keine Differenzen diesbezüglich, sondern unsere Linie im Zusammenhang mit Zuwanderungspolitik ist klar. Zuwanderung verändert die Gesellschaft, das muss man klar herausstreichen. Gerade wenn man sich die letzten 20 Jahre ansieht, weiß man, wie sich gewisse Bereiche auch verändert haben. Dazu stehen wir und da gibt es überhaupt nichts hineinzuinterpretieren, sondern unsere Linie im Zusammenhang mit Zuwanderung ist ganz, ganz klar. Die Aussage selbst von Waldhäusl, wie beurteilen Sie die, weil einige sagen, das hätten Sie so nicht gesagt, Schülern gegenüber zu tun. Wenn ich den Landesrat Waldhäusl richtig verstanden habe, hat er gesagt, dass die Zuwanderung in Wien die Gesellschaft verändert hat und das teile ich. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Vormittag.